Ich hoffe nur, dass die mehr oder weniger funktioniert. Und zwar müsste ich da die Typen hier alle auf die Brücke locken. Er kommt. Und dann auch noch ein gepanzertes Vieh. Oh! Nee. Ach komm schon. Neunhundertsechzig, schön. Was ich eher weniger schön finde, ist, warum kann ich nicht das Geld irgendwie auf einer Bank abgeben? Schau's auf kritischen Treffer. Schussweite. Ach komm. Uah. So, jetzt aber. Vor allem 111. Der hatte nicht mehr viel. So. Jetzt kommt wahrscheinlich auch die große Frage auf, warum gehe ich nicht zurück, hol den akalanischen Zeken? Der hält nur 30 Sekunden und bis ich wieder hier bin, sind die 30 Sekunden schon längst vorüber. Nein, du brauchst jetzt nicht heilen. Hast Anwender einen Heilzauber? Okay. Noch mehr Zauber. Was war hier nochmal drin? Nix oder? Doch. Wollte schon sagen. Weil irgendwann gibt es noch so einen Raum, der ist genau so. Da denkt man, da ist nichts und auf einmal kommen da zwei Katalschergen raus. Oder tauchen auf, besser gesagt. Geht das schon wieder los?
Na also. Kurz warten, bis Town Finale mal wieder zu sich kommen. Oh Mann. Na hopp. Was ist das? Gut. So, da. Achso, die ist bewusstlos. Ansonsten hätte ich ihr noch schnell den Punkt gegeben. Ich würde fast Absorption. Auf der anderen Seite würde ich auch gefrieren mal weiter. Aber ich denke mal, ich werde eher Heilmagie so langsam hochklatschen. Eigentlich ist es schwachsinnig, irgendwas auf über 10 hochzuklatschen. Aber in manchen Fällen ist es schon gut, wenn man über 10 ist. Gerade zum Beispiel bei Gesundheits- und Mana-Tränken abernten. Da ist das echt praktisch. So. Wow, 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 was? Was? Woher habe ich auf einmal so viel Schaden gefressen? Und vor allem, wie? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass man hier irgendwie meisterhaftes Pfählen eingesetzt hat. Dass ich hier zu Tode gepfählt wurde. Willkommen. Das weiß ich hundertprozentig. Dass ich nicht zu Tode gepfählt wurde. Warum hat auf einmal all. Warum haben alle auf einmal so rapide Gesundheitsverlust gehabt? Was war das doch mal für ein Zauber? Verkaufen, 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 verkaufen. Umsortieren. Umsortieren. Habe ich irgendwie einen Ring? Ja, habe ich. Gibt's neue Waffen? 18:30, 24:40. Nee, nichts Neues. Rüstung verkaufen. Zack, 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 zack.
Es wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht für Tag gewesen, den magischen Schaden irgendwie, dass sie den absorbiert und dadurch Mana bekommt. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber jetzt darf ich wieder diesen ganzen Weg laufen. Ja gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich gucke, dass ich eventuell bis zum nächsten Teleporter komme, was allerdings noch dauern kann, weil wenn man hier auf die Karte sieht, dass da die Querstrecke und natürlich sind hier wieder Gegner. Ja, weil die Querstrecke, die man sieht, das ist ein Stockwerk über uns. Also Saramotzhörnern, die ziehen sich derbe. Huch! Da bin ich ja. Ah, okay. Ich nehme das mal lieber, den Wirbelschlag. Oh! Weg, 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 weg. So dass ich der Gant nicht heilen kann, wenn er zuschlägt. Ey, mein lieber Schwan. Oh, jawohl, ja. Halleluja. Okay, hier ist ein. Okay, hier ist ein Schrein. Oh. Ich wollte schon sagen, und da ist der Geist. Wie soll ich das innerhalb von 5 Minuten schaffen? Okay, der Geist ist da. Da ist der nächste Geist. Diesmal mache ich es anders. So, einmal. Zweimal. Ein Hoch auf Elementarzorn und ein Hoch. Auf. Geladene Schüsse, genau. Nein! Der verdammte Mimik. Jesus.
Hey, ich bin gerade echt zu Tode erschrocken. Oh, Mimics gehören echt in dem Spiel verboten. Na toll, zwei Bewusstlose. Tar ist mal wieder mit dabei. Schalter. Da gehe ich jetzt garantiert nicht hoch. So, die Truhe öffnen. So, der letzte Geist, der gehört jetzt uns. Vox Mortem. Ich will den Geist jetzt nur noch erlösen. Und dann endlich die längste Nebenquest überhaupt abgeschlossen haben. Und warum können diese Viecher durch die Wände schießen? Ich starb in Erfüllung meiner Mission und daher frohen Herzens. Die großen Agellaner-Herren trugen mir und meinem Trupp auf, heimlich die Agellan-Obelisken hier aufzustellen. Die Dunkelmagier fingen mich, doch ihre Folter löste meine Zunge nicht. Sie töteten mich und fesselten meinen Geist an diesen Ort. In ewiger Qual. Ich schwöre euch, das Ende der Dunkelmagie ist nahe. Dann ist ihre Macht über euch dahin. Dann kann ich in Ruhe verblassen. Lebt wohl, Krieger. Gute Reise, Geist. Jesus! Gibt das einen Haufen Belohnung? Oh, Geistervision. 80 Gesundheit, 80 Mana, 3% Schaden durch Künste und 6 Künst... Oh, Satzbonus. Interessant. Mithril-Legierung. Ah, schee. Schee. Jetzt heißt es erstmal alles plätten. So. Nix fallen gelassen. Schade. Hier ist doch eine Tür. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es oben richtig weitergeht oder eher hier bei der Tür. Okay, ich glaube hier bei der Tür geht's richtig weiter. Weil oben, das ist ja eher ein versteckter Bereich. What the...
Okay, da gibt's ein Gesangspult. Alter! Haben die irgendwie eine Todesmagie drauf? Das kann ich fast nicht glauben. Dass die mich mal eben hier One-Hit killen. Willkommen! Also das kann ich jetzt echt beileibe echt nicht glauben. Gut, Spiel speichern. Würde ich sagen. Ich schaue, was ich verkaufen kann. Warte, Truhe. So. Ich schaue erstmal, was ich alles verkaufen kann. Also zumindest, was nicht gelb ist. Und dann, ja, mal gucken. Werde erstmal die Sachen verkaufen. Und dann mal schauen, was ich dann als nächstes mache. Ob ich zurückgehe nach Amanlu. Und Dinger hol. Seid gegrüßt. Na, wie heißt's? Genau, die Arena von Amalu. Boah, die ganze Zeit immer überlegen. Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Wie wollte ich das jetzt formulieren? Dass ich die Arena von Amalu mache. Oder fertig mache. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Würde sagen, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und würde noch sagen, was das von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, der Walkthrough von Dungeon Siege 2, der kommentierte Walkthrough, hat euch soweit bisher gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Würde mich freuen. Sieg und Trauer. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Dungeon Siege 2 wieder. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute. Matchmaker für heute over and out. Tschö mit Öl.